Es geht wieder weiter auf Kashyyyk Star Wars Let's Play. Moin moin, hier ist der Angelus. So, ich will jetzt gleich auch mal in die andere Richtung gehen. So, wir fangen natürlich hier immer an Meditationspunkt an, wenn ich das Spiel neu lade. Dann muss ich da vorne die Truppen nochmal ein bisschen wegkloppen und dann nach links gehen, glaube ich. Da war ja noch, da habe ich ja die Wookies befreit. Und da hingen ja noch so zwei Seile, wo ich noch nicht war. Hier komme ich auch noch nicht rein in den Raum. Alles noch geschlossen. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode von Star Wars. Moin moin an alle Unterstützer des Projektes und alle Zuschauer. So, da sind die beiden. Da oben die anderen. Ich müsste dir doch eigentlich auch runterschubsen können, oder? Wenn ich schnell bin. Probieren wir mal. Lauf, 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 lauf. Achtung! Laut und deutlich. Sag zwei weniger. Aufgespießt. Schneller als ich dachte. Ja, schneller down als ich dachte. Der erste Schuss hat er hier schön gegen die Kiste geschossen. Sehr schön. So, dann war ich ja auch. Genau, hier, da habe ich euch ja in der letzten Folge hier verabschiedet, als ich hier drauf stand. So, aber ich will hier nicht hier runterspringen. Der Weg ist halt kacke. Man müsste doch auch noch irgendwie anders dahin kommen. Das war der andere Raum, ne? Genau, da musste ich ja auch noch. Da müsste ich auch noch hin. Da drüben war ein Gebiet, wo ich gerade hingucke. Wo noch eine Tür war. Ne, das ist auf der anderen Seite. Wo ist das? Da. Ich schau gerade nach hier, genau. Hier war, wenn ich so durch wegen Ventilator, dann bin ich hier durch. Und da, das grüne Ding, habe ich übersehen. Da gucke ich gerade rein in den Raum von hier aus. Das ist der da drüben. So. Karte verstehen und so, ne? Hier habe ich die Wookies befreit. Jetzt lädt er schon wieder das Gebiet. Kashyyyk ist echt schlimm, ey. Aber sieht auch toll aus mit den Wasserfällen und so. So, die Wookies sind aber weg. Ich denke mal, die sind in die Richtung. Aber hier sind ja noch so Seile. Die habe ich ja letztes Mal auch schon gesehen, als ich die Wookies hier befreit habe. Dann bin ich ja eher zurückgegangen. Jetzt gehen wir mal über die Seile. Dann kann ich nicht. Vielleicht die Tür öffnen. Was ist das für ein Geräusch? Achso, das ist hinter mir die Tür. Da bewegt sich nichts. Okay. Da war ich doch auch schon. Ah, jetzt wäre ich da unten. Ja, genau, jetzt sehe ich das auch. Cool, da unten war ich ja schon. Da ist mir der Meditationspunkt. Dann sind da vorne die Sturmtruppen, die ich geklatscht habe. Und rechts die Tür war der erste Truppler mit dem Stab. Ja, hier unten konnte ich mal nur rüber und dann da ist der Meditationspunkt. No. Ah, guck mal. Jetzt habe ich hier die Abkürzung. Und das ist hier dann wahrscheinlich die Tür. Ja, die kann ich jetzt öffnen. So braucht man dann nicht mehr die Seile benutzen. Was haben wir denn hier? Upgrade erschaffen. Ich kann noch ein Upgrade? Eine Nahkampfdroidensteuereinheit. What? Denkst du auch, was ich denke? Wie viel Updates kriegt der Kleine denn? Der hat doch erst überladen gelernt und es kommt Anschluss. Und was hat er jetzt? Er freut sich. Was hat er jetzt gelernt? Hacken Sicherheitsdruiden. Ach, schau mal an. BD kann beschädigte Sicherheitsdruiden der KX-Modelle kontrollieren. Auch nach unten. Hm. Lichtschwert-Update brauche ich ja nicht, oder? Habe ich was? Habe ich hier auf dem Planeten was Neues gefunden? Hier kannst du eh nichts updaten. Guck dir mal das rote Licht an. Das tut alles versauen. Da siehst du ja nichts. Ist das schwarz, oder? Das ist halt dieses blöde Licht. Wenn es das hier ein dunkles Lichtschwert wäre, so in schwarz würde ich das machen. Aber ich muss das mal mit neutralem Licht an der Werkbank machen. Hier kannst du ja nichts bauen, wenn hier das rote, die rote Lampe ist. Sieht einfach alles nur rot aus. Okay, dann gehen wir mal runter. Können wir ja eigentlich noch mal schnell voll heilen. Das kleine bisschen Leben, weil da drüben warten viele Truppen auf mich. Und auch noch wieder einer mit Stock. Und ich komme jetzt von der Seite hier. Hm. Die Seite ist halt ein bisschen blöd, da anzugreifen. Muss klappen. Okay. Vorsicht! Er ist tödlich! Erstmal gucken, dass man auf Abstand kommt. Er könnte entkommen. So, hier kann man besser kämpfen.
Oh, beide weg. Er kann uns nicht. Ich kann euch alle besiegen. Ich habe euch vorhin schon alle besiegt. Oder als ich da war. Oh, roter Angriff? Und da ist wieder der. Pix! Verzögerter Angriff, mein Freund. Okay, jetzt kommt der wieder. Willkommen, Herausforderer! Ich brauche eine Herausforderung! Da hat er mir aber einen mitgegeben, ey. Komm, kämpfe! Viele genau! Der eine Angriff hat sogar seinen Block richtig schön durchbrochen, der Schwere. Nicht da! Jedi! Nein! Boah, das war aber Schaden, ey. Da war ich voll drin in seinen Ventilator. Du wirst hier sterben! Kommt irgendein der Tritt, ey. Puh, die eine Combo, ey, die hat mich richtig zerschnitten. Da war ich schön drin in der. Achso, ich muss ja hier durch. So. Dann ist das der Raum, wo der Ventilator wieder war. Und dann war da rechts dann halt noch der eine Durchgang. Und dann komme ich wieder unten hin, wo die ganzen Flammenwerfer-Typen gegen die Spinnen kämpfen. Und da waren dann die drei Wege. Und dann habe ich genau das, was ich haben wollte. Nämlich, dass ich da nochmal hinkomme. Dass ich hier nicht drin war? Oder war das war hier zu, als ich hier war? Ne, der kann hier hacken. Ich muss hier durch. Habe ich echt übersehen. Da war ich unten auf die Flammenwerfer-Typen so sehr konzentriert. Hey. Also, was war drin? Neues Lichtschwertmaterial, matt. Oh, matt. Aber die Frage ist, matt, welche Farbe? Ah, guck mal hier. Eine zweite Kiste. Die Schlingel. Denkst du, oh, hier ist eine Kiste und rennst wieder raus. Ne, ist noch hier zweite versteckt. BD1-Skin. Stygion Prime. Oder Stygion. Stygion. Oh, das ist dunkel. Das ist, yeah. Das ist schön. Will ich. Ich will dunkel. Dunklen Bot. Darth Bot. BD. Steht ja auch für Bad Darth. Die andere mag ich sowieso nicht besonders. Das ist cool. Nehme ich. Jetzt brauche ich nur noch schwarze Klamotten für mich. So richtig dunkel. Also, ist hier noch was? Nicht, dass hier noch eine dritte Kiste versteckt ist. Das ist ja auch interessant. So zwei hintereinander. Großzügig. Feind geortet. Komm schon, Verräter, gehen wir! Ich geb gleich Verräter, ey. So, das war jetzt der Raum. Genau, hier hatte ich ja reingeguckt. Dann war das Dings. Hab ich. Hier habe ich die neue Abkürzung freigeschaltet. Das ist der Hauptweg, wo ich lang muss. Das war der Bereich. Ah, da habe ich auch wieder angefangen. Der Fahrstuhl geht noch nicht. Ja. Und jetzt hier die drei. Nice. Ja, gut, fast. Fast. Heilen kann ich mich jetzt hier auch, weil ich muss ja unten sowieso wieder kämpfen. Hab das Gefühl, dass mit den Fähigkeitspunkten geht jetzt langsamer oder so. Dieser Sprintangriff ist super. Und hier sollte man rein können? Ja, hier kann man echt rein, ey. Aber das siehst du ja halt kaum, ne? Wenn du auf die Karte nicht guckst, dass da was gelb ist, dann siehst du das ja echt nicht. Weil das einfach so aussieht wie der Hintergrund mit den Bäumen. Oh, das ist ein schönes Update. Okay. Das ist eine gefährliche Spinnenhöhle, ey. Sind das die Spinnen, die rauslaufen und gegen die anderen kämpfen? Bin ich nämlich bei denen drin und die sind noch nicht draußen. Die stürmen doch hier durch diesen Eingang hier. Da gehen sie raus und kämpfen dann gegen die Truppen. Und wenn ich hier durchgehe, komme ich bestimmt hier oben raus. Aber hier ist ein fettes Update. Ist es wieder Lebenspunkte? Da kriegt man so viele von. Oder ist es Macht diesmal? Machtdissens erhalten. 1 von 3. Hier unten ist schon wieder was. So eine Art Netz. Hey, wer da? Ah!
Er hat die Spinnen auch gefunden. So eine Art Netz. Ein Wischok-Angriff. Imperiale Sturmtruppen wurden entsandt, um Angriffe der örtlichen Tierwelt abzuwehren. Allerdings waren sie deren heftigen Widerstand nicht gewachsen. Tja. Sie sind halt unfähig, diese Sturmtruppen. Oh, na gut. Was haben wir denn da Was noch? Was ist das, BD-1? Neuer Poncho-Material erhalten. Kommando. Kommando-Poncho. Achso, da ist auch wieder so Tarnmuster drauf. Finde ich jetzt aber ein bisschen... Nee. Finde ich hier dunkel gut. Das würde ich später, glaube ich, wieder anziehen. Den hatte ich ja so lange an. Kommando. Das sieht echt genauso aus wie auf Endor, was Luke, Leia und sowas hatten, ne? Von der Farbe her. Nur die hatten ja ein bisschen großflächiger mit Kapuzen und sowas. Ich finde das hier besser. Gerade so. Okay, jetzt muss ich da runter und gegen zwei Spinnen kämpfen. Aber wenn ich das Parry-Dings-Timing hinkriege... Oh, eine dritte von hinten noch. Oh, das ist aber Albino, Alter. Das ist die Boss. Da sollte man wirklich erst draußen gucken, dass die, mach den Angriff, komm schon. Jetzt habe ich nämlich alle am Sack. Den Angriff meine ich. Ah. Ja, jetzt machst du den Angriff. Jetzt, wo ich im Netz stehe. Und schon wieder im Netz. Ja, das war... Also gegen mehrere ist Kacke. Guck mal, die eine macht Netz. Ich muss mich aus dem Netz befreien. Dann macht sie ihren harten Angriff. Und dann macht die andere gleichzeitig danach gleich das nächste Netz, sodass sie da gar nicht mehr rauskommen. So, dann lasse ich die jetzt erstmal hier unten gegeneinander kämpfen. Aber wie sie gerade gespawnt sind. Und danach gehe ich dann rein. Dann müssten zwei Stück weg sein. Und dann müsste ich dann nur noch die Albino dann haben. Boss sein. Wenn wir mal ein Boss. Siehst du, da sind sie hier schon. Ja, guck mal, die hat nämlich auch meine Lebenspunkte. Mischen wir mal ein bisschen mit. Feindaufkommen in diesem Sektor wurde geschwächt. Hey. Okay, der Truppler da oben ist tot, habe ich gehört, dass er umgekippt ist. Jetzt kommt die Spinne. Nein. Mach Angriff, komm. Nicht den! Den, ja, genau. In die Schwachstelle! So, dankeschön. Und jetzt kann ich da wieder reinlaufen und habe nur die eine. Soll ich jetzt hier reingehen? Ist eigentlich egal, wo ich reingehe. Jetzt gegen die Albino. Die Kiste oben und so habe ich ja sowieso. Da ist sie schon. Die kommt immer von hinten wahrscheinlich. What? Da bin ich noch gerade weggerollt. Die macht da andere Angriffe als ihre kleinen. Und ist schneller. Ah. Wow, was für ein Schaden. Okay, guck mal, hast du gesehen? Die macht auch den Angriff, den ich bei den anderen parieren kann. Und dann den Finisher machen kann. Aber bei ihr ist der rot. Naja, wäre wahrscheinlich sonst zu einfach, ne? Wenn sie da diese Combo auch zulassen würden, dass du den Schlag parierst und dann die einfach umhaust. Ich bleib kurz zurück. Bei der Spinne ist der rot, der andere. Okay. Muss aufpassen, ja genau, dass der Trupp da nicht auf mich schießt. Ab und zu macht er das halt. Das ist zu viel Trupp da jetzt, ne? Schießt ihn runter! Oh, in dem Moment greift er auch noch an. What? Hey, ach, das ist ein Kommandant.
Der hält ja mehr aus. Jetzt habe ich leider schon echt viel Schaden gekriegt. Hilf mir, PD! Okay. Man kann da einfach nicht so hin in den Kampf, ohne dass sie das macht. Okay, die schießt die im Netze auch weiter. War das jetzt roter Angriff oder nicht? Ich müsste die einmal schlagen, damit man das sieht, weil die halt noch so leuchtet. Oh, und dann auch noch verzögert, ne? Ich hasse diese verzögerte Kacke. Die ist aber so aggressiv, ey. Guck dir mal die Reichweite an! Schnell, Hilfe! Oh Gott, die macht so ein Damage. Was ist eigentlich, wenn ich wieder rauslaufe? Hilfe! Die läuft mir hinterher! Hilfe! Aber wenn sie mir hinterherläuft, kann ich sie hier runterschmeißen. Komm, stell dich mal hier hin. Nein, nicht den! Uah. Nein, kann ich nicht. Aber es ist eigentlich nicht schlecht, weil hier draußen habe ich einfach mehr Platz zum Kämpfen. Aber ich habe jetzt keine Lebenspunkte mehr. vielleicht sollte ich mal versuchen, hier draußen mit ihr zu kämpfen. Wenn ich sie nicht runterschubsen kann, könnte ich sie vielleicht dahin locken. Und wenn sie dann einen Sprungangriff macht, könnte ich sie da vielleicht dann runterschubsen? Also, dass sie selber runterspringt, wisst ihr, was ich meine? Okay. Die macht ja ab und zu springt sie ja auch. Und wenn ich dann so einen Angriff mache... Alter! Warum schießt ihr jetzt auf mich? Passt auf, worauf ihr feuert! Wo sind die? Wo bleiben die Spinnen? Greift ihn schnell an! Ihr dürft nicht die Nächsten sein! Wo sind die Flammenwerfertruppler? Ja. Gib einfach auf! Sind die ja nicht noch da? Komm zurück! Alter! Der war doch tot, der Typ, oder nicht? Hilfe! Nee, das ist der Zweite. Der hockte da. Jetzt kommen die Spinnen erst. Das ist ja scheiße. Einer muss ihn erledigen! In dem Moment springt die ja noch. Oh oh. Dachtest du, ne? Dachtest du? Ich schau mal kurz, bevor ich nochmal gegen die kämpfe, was hier war. Wasser. Klettern. Dann müsste es doch eigentlich zu dieser Tür gehen. Ey, die Spinne ist echt hart, ey. Die verzögert, also das Timing ist halt anders, wegen verzögerten Angriffen. Und dann halt noch so heftigen Schaden, was die raushaut. Wozu sollte man hier hin können? Hier ist ja nicht mal was zu holen. Aber ich habe jetzt ja alles gefunden, habe ich alles. Ich habe nur die Spinne noch nicht besiegt. Aber ich kämpfe hier draußen mit, ja. Oh, jetzt bin ich von da noch nicht mehr rausgekommen. So, ich muss bei dir vorbei. Da, guck mal, das ist ein Sprungangriff. Wenn die den Sprungangriff macht, wenn ich hier an der Kante stehe, müsst ihr dann nicht runterfallen? Die ist so schnell, ne? Alter. Netze. Das kriege ich auch nicht pariert, ey. BD1, stimmt. Du darfst echt nur einmal schlagen. Aber ich sehe jetzt hier gar keinen Lebensbalken mehr. Vielleicht darf man die doch nicht raus. Zu früh wieder. Jetzt! Vielleicht darf man die doch nicht rauslocken, weil der Lebensbalken weg ist. Immer zu früh. Mach den doch halt nochmal, ey. Oh. Wenn man den pariert, ist nicht schlecht.
Einmal schlagen nur. Netze. Nach hinten. Ah, wieder falsches Timing. Ich bin gerade überlegen, was besser ist, ob man da nach hinten ausweicht. Oder zur Seite, weil ich habe das Gefühl, wenn man zur Seite ausweicht, weil die diese krasse Links-Rechts-Reichweite hat mit den Armen, dass man da getroffen wird. So, also ab und zu, ich kann sie ja noch verlangsamen ab und zu so ein bisschen. Wenn ich diesen einen normalen Angriff pariere, zack, da hat man gesehen, da ist sie schon ordentlich lange gestunt, dass ich da vielleicht zwei schwere Schläge durchkriegen würde. Und dann müsste ich aber da drin bleiben, damit ich hier einen Lebensbalken sehe. Sonst klappt das nachher irgendwie nicht. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ein bisschen schwieriger als der Frosch oder so. Erledigt ihn! Vorrücken! Eine Spinne tot. Hör auf zu schießen. Schieß auf die Spinne. So, vier Heilungen. Alle tot. Sieht doch schon mal gut aus. Sie wieder. Jetzt bloß schnell einmal anhauen, damit sie nicht mehr leuchtet. Okay. Ja, zwei schwere gehen. Wow. Das ist ein Anfang. Perfektes Training. Läuft doch gut. Das haben wir geblockt. Sprung. Okay. Aha. Nein. Na, ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, ich bin. Ja, voll, ja, ey. Warum kämpft man nicht leicht so? Mensch, das war super. Hatte mich überhaupt getroffen den ganzen Kampf? Nee, ne? Albino Wischok besiegt. Nice. Hat mich echt nicht getroffen, ey. Guck mal, wie viele Augen die haben hier. Das ist schön. Also das hat Spaß gemacht. Geiler Kampf. Oh, was hat er denn jetzt? Noch was zu scannen? Ah. Die Eier wahrscheinlich. Ich danke dir. Wischok-Eier. Das war hier richtig das Hauptnest. Ein Wischok kann pro Jahr bis zu 1000 Eier legen. Aus Netzen, Speichel und einem einzigartigen Sekret aus dem Lymphknoten unter jedem Bein stellt er unglaublich robuste Eierstöcke her. Die Raubtiere abschrecken. Okay. Es kann bis zu 5 Tage dauern, bis sich ein junger Wischok mit seinem Gift langsam durch die Schale seines Eis gefressen hat. Haben die gefräßigen Bestien ihr Ei verlassen, stürzen sie sich sofort auf die erstbeste Beute. Okay, also wenn die weg sind, die vermisst also niemand. Da fühle ich mich jetzt nicht so schlecht. Was hat er denn jetzt schon wieder? Noch mehr. Druiden. Ja, die werden nicht verdaut, oder? Die Schlacht von Kashyyyk? Überreste von B1-Kampfdruiden, die Kashyyyk auf Befehl der Separatisten während der Klonkriege gestürmt hatten. Im Laufe der Schlacht wurden die Separatisten besiegt, aus der Republik wurde das Imperium und die Klonkriege nahmen ein bitteres Ende. Oh ja. Das kennen wir ja auch aus den Filmen, Episode 3. Ja, stimmt, das sind hier die Kampfdruiden hier. Roger, Roger. Episode 3, da war ja sogar Yoda mit dabei hier auf Kashyyyk. Als die Separatisten da angegriffen haben in der Schlacht. War schon ziemlich geil. Jawohl, ich bin ja fertig und hab die Spinne getötet. Also, der letzte Kampf war richtig gut, ey. Die Versuche davor waren kacke. Woo!
Ja, man muss erstmal rauskriegen, wie man gegen die am besten vorzugehen hat, ne? Wenn man dann merkt, dass sie bei dem einen Angriff echt lange gestunt ist, dann nutzt man das einfach aus. Weg hier. Au. Los, Attacke! Die mir beide umkippen. Hey, habt ihr das gesehen? Ja. Holt ihn euch! Erledigt ihn! So. Ja, das reicht noch. Na, doch nicht runterfallen. Zieh doch einfach den Kopf ein und lauf rüber. Oh, falsche Taste. Hopp. Das Gute ist auch, ich habe keine Erfahrungspunkte verloren, weil ich sie immer wieder zurückholen konnte bei dem Kampf. Und dann sind wir wieder hier, wo ich heute angefangen habe. Bin einmal im Kreis gegangen, aber habe in diesem Kreis einiges erlebt. So, oh, das gab aber viel EP. Habt ihr den nächsten Punkt auch schon wieder fast voll? Haben wir denn noch was zum Lernen? Ja, die Frage ist nur, was brauche ich davon? Bin ja fast durch von den Sachen, die ich jetzt hier habe. Massenschub können wir für mehrere runterschubsen. Da brauche ich 2 Punkte für, das auch 2 Punkte. Der kostet nur 1 Punkt hier. Nehmen wir den mit. Hat mein Schub eine größere Reichweite? Wow, auf 3. Das ist aber eine große Reichweite, oder? Ah, guck mal, geht sogar gegen große? Weil kurz unterbrechen kann man die großen dann. Ich meine, die werden ja nicht geschubst. Und da muss ich R2 gedrückt halten. Okay. So, sieht gut aus. 2 Fähigkeiten noch, dann kommen da aber noch ein paar mehr. Da sieht man, da sind noch Kreise, die noch nicht aktiv sind. Das wird geil. So. Das ist der mächtige Schub. Das ist normal. Macht er immer nur so ein bisschen. Und gedrückt halten, dann hört sich das mehr nach Bums an. Gut, Leute, sind wir hier wieder am Punkt, wo ich angefangen habe. Ich hoffe, euch hat die Episode heute gefallen. Wir haben da, schöne Kämpfe gehabt. Oder ich habe hier auf jeden Fall einen guten Kampf. Der Rest war kacke. Aber dann war's gut. Und dann bin ich jetzt nämlich hier durch und habe nämlich hier nichts mehr, was ich machen muss in dem Bereich und kann in der nächsten Folge endlich hier wieder da lang gehen. Das ist der einzige Weg, der noch offen ist. In die Schattenlande komme ich ja noch nicht. Ich freue mich drauf. Also, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat heute mit der Albino-Spinne. Und dann bis zur nächsten Folge von Star Wars Jedi Fallen Order. Macht's gut, tschüss.